Was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Heute wird es wieder einen Produkttest geben, aber nur mit einem einzigen Produkt. Das ist ein bisschen anders als in den ganzen anderen Produkttests, die ich bisher so hochgeladen habe. Einfach weil ich da entweder immer erst eine Creme eingearbeitet habe und dann entweder ein Schaumfestiger oder ein Gel. Und bei diesem Produkt, was ich heute ausprobiere, bin ich mir nicht so ganz sicher gewesen, ob das jetzt eher so in Richtung Creme geht, ob das vielleicht auch ein Produkt ist, was am Ende raufkommen würde. Und weil ich mir da eben nicht so ganz sicher war, aber das Produkt irgendwie schon so den Eindruck macht, als wäre es für beides ausgelegt, habe ich gesagt, okay, dann probiere ich einfach mal heute nur dieses eine Produkt aus. Und ich glaube, ich zeige euch einfach mal direkt, um welches Produkt es sich hier heute handelt. Und zwar habe ich hier wieder eins von Balea. Ich habe hier von Balea das Wonderful Repair Hitzeschutz und Pflegespray. Dieses Spray schützt das Haar vor Hitze, pflegt es aber auch tiefenwirksam und reduziert Haarbruch. Es ist für trockenes und brüchiges Haar geeignet, was bei Locken tatsächlich auch oft der Fall ist. Es ist eine Pflegeformel mit Keratin, Mikroprotein und Mandelöl. Der Hitzeschutz ist tatsächlich bis zu 230 Grad gewährleistet und dann ist hier noch so ein kleines Siegel, dass es eine Rezeptur ohne Mikroplastik ist. Hinten steht dann drauf, dass es eine leistungsstarke Formel enthält. Es sorgt für natürlich glänzende, seidig geschmeidige Haare und das auch nach der Anwendung von Hitzetools. Also es soll tatsächlich auch schon sein, bevor man überhaupt irgendwie Hitze ranlässt. Dann wird hier von einem Anti-Spliss-Effekt gesprochen. Also bei regelmäßiger Anwendung werden die Spitzen vor neuem Spliss geschützt. Und hier ist eben nochmal der Hinweis für den Hitzeschutz bis zu 230 Grad. Schützt vor Hitzeschäden, glättet die Haaroberfläche und reduziert Haarbruch. Und dann wird hier auch wieder auf das Haarergebnis hingewiesen. Also eine Stärkung der Haarstruktur und tiefenwirksame Nährpflege für gepflegtes Haar. Als ich mir das hier alles so durchgelesen habe, dachte ich direkt so, okay, das ist ein pflegendes Produkt. Es könnte gut sein, dass es eher so als Leave-In gedacht ist. Aber weil es ja auch eigentlich ein Hitzeschutz ist, würde ich eher sagen, okay, das ist was, was als letztes auf die Haare kommt. Von daher bin ich mir einfach nicht so ganz sicher. Wenn es heißt, okay, dieser pflegende Aspekt ist dann quasi dieser Leave-In und der Hitzeschutz ist dann quasi so das, was die Haare ummantelt, was die Haare schützt, dann ist es im Prinzip auch irgendwo beides. Deswegen werde ich heute auch einfach mal nur dieses einzelne Produkt ausprobieren und nicht noch irgendwelche anderen Produkte vorher oder hinterher einarbeiten. Meine Haare sind trotzdem wie bei jedem Produkttest natürlich auch hier jetzt wieder frisch gewaschen und ich habe nichts mehr in den Haaren drin. Habe ganz normal Shampoo und Conditioner benutzt, ist alles einfach ganz normal eingearbeitet und dann auch komplett ausgespült. Das heißt, ich habe jetzt nichts mehr irgendwie an Restbeständen in den Haaren drin oder so. Und auch hier wie bei jedem Styling teile ich meine Haare jetzt erstmal wieder grob in Partien auf. Für die erste Partie gehe ich hier jetzt einfach einmal so grob über den Hinterkopf und bind mir das hier einmal weg. So, und damit habe ich im Prinzip dann die erste Partie. Und weil meine Haare jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen getrocknet sind, habe ich jetzt auch kein Squish-Geräusch mehr in den Haaren drin. Deswegen werde ich auch jetzt erstmal wieder mit meiner Sprühflasche arbeiten und meine Haare so lange mit Wasser ansprühen, bis ich eben das Squish-Geräusch wieder drin habe. So, Squish-Geräusch ist wieder da. Jetzt habe ich im Prinzip genug Feuchtigkeit in den Haaren, sodass ich weiß, dass sich die Feuchtigkeit mit diesem Produkt hier verbinden wird und das auch vielleicht tiefer in das Haar eindringt und nicht einfach nur auch komplett auf dem Haar drauf liegen bleibt. Vielleicht ist es aber auch das Ziel dieses Produkts, dass es wirklich auf dem Haar drauf liegen bleibt. Aber werden wir dann ganz am Ende sehen, wenn meine Haare komplett getrocknet sind. Dadurch, dass es jetzt ein Spray ist, bin ich vorsichtig. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob das hier ein ist, also so quasi so ein Zerstäuber oder ob das auch wieder so ein Strahl quasi ist. Okay, es scheint so ein Zerstäuber zu sein. Ich sprühe hier jetzt einmal dreimal in die Handfläche, damit wir ungefähr wissen, wie viel das jetzt ist. So sieht es aus. Relativ flüssig. Riecht tatsächlich richtig gut. Riecht irgendwie richtig nach Sommer, finde ich. Also hat auf jeden Fall was. Riecht aber auch schon so ein bisschen stärker. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur so eine ganz leichte Duftnote ist. Kommt aber natürlich auch ein bisschen darauf an, wie stark die Haare dann nachher danach riechen. Wenn ich das so in meinen Händen verteile, dann fühlt sich das schon so ein bisschen wie eine Creme an. Man sieht auch hier, dass es schon irgendwo so eine ganz leichte Schicht auf den Händen ist. Aber das werde ich jetzt einfach erstmal so einarbeiten. Ich habe das jetzt auch mit Absicht erstmal in die Hände gesprüht und nicht einfach so direkt auf die Haare drauf, weil ich das bei Sprays immer so ein bisschen schwierig finde mit der Dosierung. Wenn ich jetzt hier das einfach auf die Haare halten würde, dann hätte ich natürlich viel in den Haaren und ich könnte das auch direkt einarbeiten. Aber ich wüsste nicht so ganz, wo ich jetzt schon Produkt habe oder wo jetzt vielleicht noch ein bisschen was fehlt. Und ich weiß auch nicht, ob das dann gleichmäßig ist. Und so kann ich das einfach erstmal einarbeiten und gucken, wie sich das anfühlt. Und wenn ich sage, ich brauche noch mehr, so wie das jetzt gerade der Fall ist. Ich habe mir jetzt noch zweimal hier reingesprüht.
dann kann ich einfach noch mehr nehmen und das dann wieder einarbeiten und gucken, ob es mir jetzt reicht oder nicht. Aber wenn ich das einfach so direkt auf die Haare sprühe, dann habe ich immer das Gefühl, es ist nicht gleichmäßig und an der einen Stelle ist mehr als an der anderen. Und das nervt mich dann auch irgendwie so ein bisschen, deswegen mache ich das gerne lieber so. Das scheint aber jetzt gerade hier auch gut funktioniert zu haben. Also ich habe jetzt insgesamt quasi 5-mal in meine Hand gesprüht und das hier eingearbeitet. Der Slip ist auf jeden Fall da, fühlt sich richtig gut an. Meine Hand kann einfach so hier durchfahren und alle Knötchen irgendwie beseitigen. Also das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und damit würde ich sagen, ist die erste Partie im Prinzip auch schon fertig. Jetzt geht es an die zweite Partie und dafür nehme ich mir jetzt quasi alles bis auf die obere Kopfkrone. So. So, und bei dieser zweiten Partie mache ich das jetzt genauso wie bei der ersten. Das heißt, ich sprühe die auch erstmal eine Weile an, bis ich wieder das Quischgeräusch drin habe. Und dann werde ich auch wieder 5-mal in meine Hand sprühen und das einarbeiten. So, das habe ich jetzt auch gemacht und es fühlt sich tatsächlich richtig angenehm an. Also meine Haare fühlen sich richtig stark irgendwie an und echt sehr geschmeidig. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, und jetzt kommt wieder die Styling-Technik zum Einsatz. Normalerweise würde ich jetzt die Damon Brush benutzen, aber die benutze ich jetzt heute auch erstmal nicht wieder, weil ich momentan meine natürlichen Locken ganz cool finde. Und dafür gehe ich jetzt trotzdem einfach hier einmal so mit den Fingern durch die Haare, dass es sich quasi in solche Bündelung aufteilt, quetsche meine Finger so ein bisschen zusammen und ziehe das dann lang. Dadurch bilden sich auch schon Bündelungen und es bleibt nicht einfach alles irgendwie so frizzy. Sind dann natürlich etwas ungleichmäßigere und vielleicht auch etwas mehr Knötchen in den Bündelungen, aber es sieht trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen gebündelt aus und damit auch ein bisschen mehr definiert. Das mache ich jetzt hier einfach einmal um den ganzen Kopf rum. So, und jetzt geht's an die dritte Partie und hier mache ich das auch erstmal wieder so, dass ich die erstmal so lange ansprühe, bis ich das Quischgeräusch wieder drin habe und dann arbeite ich hier auch dieses Spray ein. So, und wenn ich das eingearbeitet habe, dann gehe ich jetzt hier auch wieder so mit der klassischen Styling-Technik ran, wie ich das sonst auch immer mache. Ich nehme mir jetzt erstmal hier von hinten kleine Partien, nehme die dann auch wieder zwischen meine Finger und ziehe die so ein bisschen nach hinten und dann lasse ich das einfach nach hinten fallen und arbeite mich mit dieser Technik dann immer so ein Stück weit nach vorne. Und wenn ich hier vorne angekommen bin, dann wende ich hier jetzt auch einfach wieder so wie immer Fingercoiling an, weil ich hier einfach so viele kürzere Strähnchen habe und das sonst nachher, wenn meine Haare trocken sind, alles ein bisschen frizzy aussieht. Deswegen wende ich hier jetzt Fingercoiling an und drehe das hier am Ansatz ein bisschen. Dann kommen nämlich die kleinen, kurzen Strähnen mit in die größeren rein. Und wenn das dann so trocknet, dann ist das hier nachher alles sehr viel weniger frizzy, als wenn ich das einfach so lassen würde. So, das habe ich jetzt auch gemacht und damit sind wir im Prinzip mit dem Styling-Part fertig. Jetzt geht es an den Trocknungsprozess und dafür binde ich mir hier wieder mein Seidentuch um, einfach damit ich weniger Frizz bekomme, damit meine Haare nicht hier einfach so an meiner Kleidung hängen bleiben und sich die Bündelung eventuell wieder teilen. Wenn ich das einfach so auf meinem Tuch liegen habe, kann das hier alles ein bisschen rumrutschen, wird ein bisschen mehr geschützt und die Bündelungen reißen sich nicht direkt auseinander, einfach weil es hier so eine glattere Oberfläche ist. Ich werde meine Haare jetzt auf jeden Fall erstmal Luft trocknen lassen, bis sie ungefähr zu 80-90% getrocknet sind. Dann können wir uns nämlich mal angucken, wie so der Zwischenstand ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich hier ein Cast bildet, aber eventuell merkt man ja, dass sich hier wirklich so eine Schicht um die Haare gebildet hat. Anschließend werde ich meine Haare dann komplett trocken diffusen, das alles so ein bisschen aufschütteln, auskneten, ausgrunchen und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Jetzt für diesen Moment bin ich tatsächlich ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also meine Haare fühlen sich wirklich super geschmeidig an, es fühlt sich richtig schön gepflegt an. Ich hatte beim Einarbeiten einen Slip und ich hatte auch irgendwie nicht das Gefühl, dass es schwer ist, das einzuarbeiten. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass sich das überhaupt nicht schwer anfühlt. Also meine Haare fühlen sich tatsächlich an wie vorher, als hätte ich nur Wasser drin gehabt und alles ausgespült. Also ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass das Spray eben sehr leicht ist und vielleicht auch im Sommer dann super geeignet ist, wenn man einfach sagt so,
ich brauche jetzt ein Produkt, das meine Haare mit Nährstoffen, mit Feuchtigkeit versorgt, aber gleichzeitig auch vor Hitze schützen kann. Was den Duft angeht, muss ich sagen, bin ich jetzt gerade wirklich in so einer Wolke. Also ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es riecht auf jeden Fall sehr süß. Es riecht ein bisschen so wie Produkte, die nach Kokosnuss riechen sollen. Also es gibt ja viele Produkte, wo dann irgendwie sagst, so mit Kokosnussduft, und die riechen dann immer sehr süß und auch irgendwie dick und schwer. Ich kann es nicht so richtig gut beschreiben. Es riecht halt irgendwie, als wäre das ein Produkt, was sehr dick und reichhaltig ist. Dabei ist es ja wirklich einfach nur so ein Spray. Aber wer weiß, wenn es eine Cream gewesen wäre, wäre es vielleicht viel dickflüssiger. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, dass es nicht zu penetrant ist. Es gibt auf jeden Fall Produkte, die riechen viel doller nach irgendwas. Von daher finde ich den Duft noch voll angenehm. Genau, und damit habe ich im Prinzip auch erstmal alles gesagt für diesen Moment. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Meine Haare sind jetzt ungefähr zu 80-90% getrocknet. Ich habe jetzt nur noch hier unten so in den längsten Spitzen, da sieht man glaube ich sogar noch, dass es hier ein bisschen feucht ist. Hier oben ist das alles schon relativ trocken, finde ich. Also man sieht das auch daran, dass es hier alles so ein bisschen aufgeplustert ist und hier dann schmaler zuläuft. Und das ist nicht nur der Länge geschuldet, sondern einfach, weil es hier unten noch ziemlich feucht ist. Aber ich wollte trotzdem schon mal so ein kleines Update geben, bevor ich das gleich komplett trocken diffuse. Also ich muss sagen, dass es hier alles sehr, sehr schön trocknet. Ich finde, die Definition kann sich auf jeden Fall halten. Ich sehe natürlich, dass bei einigen Strähnen immer schon so ein bisschen Frizz durchschimmert. Hier hinten zum Beispiel, da sieht man das, dass sich die Bündelung teilt. Aber alles in allem finde ich schon, dass ich das alles ziemlich gut halten kann. Auch gerade die Haare hier, die ich hier mit Fingercurling bearbeitet habe, da ist die Definition auf jeden Fall immer noch da. Kann sich auch sehr gut halten. Ich gehe davon aus, dass das hier dann auch immer noch sehr schön definiert ist, wenn die Haare komplett trocken sind. Ansonsten finde ich auch, dass es hier alles sehr schön gleichmäßig trocknet. Es fühlt sich auch immer noch nicht beschwert an. Also es fühlt sich alles sehr, sehr leicht an. Also ich habe das Gefühl, ich habe nichts in meine Haare eingearbeitet und lasse sie einfach gerade so nach dem Duschen quasi oder nach dem Haarewaschen Luft trocknen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich hier kein Cast bildet. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich hier irgendwie eine Schicht um die Haare bildet. Aber meine Haare sind sehr, sehr weich. Sie fühlen sich sehr geschmeidig an, sehr seidig auch irgendwie. Aber hier ist jetzt keine Schicht um die Haare. Ich glaube, nachher, wenn ich das alles ausgescrunched habe, dann kann ich nochmal so ein richtiges Statement dazu geben, einfach um zu gucken, ob sich hier wirklich jetzt Produktrückstände an den Händen gebildet haben oder ob das hier alles wirklich sich so anfühlt, als hätte ich nichts in den Haaren drin. Der Duft ist auf jeden Fall schon ein bisschen verflogen. Ich rieche es nicht mehr so doll, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach gerade jetzt auch beim Lufttrocknen an den Geruch gewöhnt habe und es mir einfach gerade nicht mehr auffällt, aber das werden wir uns auch auf jeden Fall gleich, wenn alles getrocknet ist, nochmal anschauen bzw. riechen. Genau, damit würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an zu diffusen, werde das dann alles so ein bisschen ausscrunchen, aber noch vorsichtig dabei sein, damit ich nicht hier komplett alles in Frizz verwandeln und die Bündelung sich noch irgendwie halten können. Und dann gucken wir uns das Endergebnis an. So, meine Haare sind jetzt komplett trocken. Ich habe das ganz vorsichtig ausgeknetet, weil man doch schon so ein bisschen merkt, dass hier sich ein paar Bündelungen teilen. Aber bevor ich da jetzt mehr zu sage, zeige ich euch das Ergebnis natürlich erstmal. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich schon so ein bisschen geflasht bin von dem Ergebnis. Meine Haare sind ultra weich, es ist ultra fluffig und geschmeidig. Also das ist wirklich
Next Level hier. Was man aber, glaube ich, auch direkt sehen kann, ist, dass meine Haare natürlich so ein bisschen an Halt verlieren beziehungsweise einfach der Halt nicht gegeben ist, weil es wirklich wahrscheinlich eher ein Pflegeprodukt ist. Also meine Haare fühlen sich super stark an, sie fühlen sich extrem weich an, sie fühlen sich geschmeidig an und seidig. Also ich glaube, sie sind, was die Pflege angeht, rundum versorgt, aber es ist halt nicht wirklich ein Styling-Effekt da. Man sieht das hier vorne bei den Locken, die ich mit Fingercurling bearbeitet habe, da ist es zwar immer noch alles schön definiert, aber ich glaube, sobald ich da einmal irgendwie aus Versehen mit meinem Finger durch die Locke fahre oder einfach nur so rankomme, wird das ganz schnell frizzy, die Bündelung wird sich auseinanderreißen und ich glaube, man sieht das auch hier schon so bei anderen Strähnen, dass hier einfach ganz viel Frizz mit drin ist. Auch hier unten finde ich, dass man da nicht mehr wirklich von Definition sprechen kann. Also klar, man sieht, dass ich Locken habe und man sieht die Locken auch noch so ein bisschen durchkommen, aber es ist eben halt auch schon viel Frizz mit dabei. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, weil ich ja selber auch jahrelang jeden Tag geglättet habe, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt die Haare so richtig durchbürsten würde, dann würde sich das unglaublich weich anfühlen und wenn man die Haare dann glätten würde, dann wären die Haare wahrscheinlich nicht nur extrem weich, sondern würden sich wahrscheinlich auch richtig, richtig schön anfühlen und auch aussehen. Kann ich mir richtig gut vorstellen bei diesem Produkt. Mir fehlt es natürlich auch ein bisschen, dass meine Haare einfach mal komplett glatt sind. Gerade bei dieser Haarlänge, wenn man das mal lang zieht, sind die halt einfach so lang, ne? Und wenn das glatt wäre, ich glaube, ich würde schmelzen. Ich würde einfach nur die ganze Zeit in Spiegel glotzen und mir das so anschauen. Aber es ist nicht mehr so. Ich habe seit 5 Jahren nicht geglättet. Ich überlege, ob ich es mal wieder mache. Aber naja, es kann natürlich auch im Sommer schon extrem hilfreich sein. Vielleicht sogar auch in anderen Jahreszeiten auch immer wieder richtig gut zur Geltung kommen. Einfach weil dieser Hitzeschutz nicht nur unbedingt bei Glätteisen eine wichtige Rolle spielt, sondern auch, wenn wir zum Beispiel im Sommer draußen die ganze Zeit ohne irgendwelche Kopfbedeckung rumlaufen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich habe das zumindest jedes Mal, dass wenn ich irgendwie im Sommer draußen rumlaufe und nicht irgendwie so eine Cap oder einen Hut auf habe, dann merke ich schon, wie sich das hier oben richtig doll aufheizt. Also meine Haare werden richtig warm, einfach weil auch schwarz die Wärme anzieht und meine Haare sind halt auch schon relativ dunkel. Da kann natürlich, gerade wenn die Haare schon so ein bisschen vorstrapaziert sind, da kann diese Hitze vom Sommer natürlich auch schon einen ganz leichten Schaden anrichten. Und wenn man dann so ein Produkt benutzt, was eben einen Hitzeschutz beinhält, aber gleichzeitig auch die Haare richtig gut pflegt, dann kann das natürlich sehr, sehr interessant sein. Also müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde das auf jeden Fall nächstes Jahr mal ausprobieren und mal schauen, ob das wirklich so ist, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass dadurch, dass die Definition hier in diesem Ergebnis ein bisschen fehlt, der Glanz auch nicht wirklich durchkommt. Also bei den Haaren hier vorne, die ich mit Fingercurling bearbeitet habe, die eben noch die Definition haben, da glänzt es halt, da ist es halt definiert und das reflektiert das Licht ein bisschen mehr. Aber je weiter man nach unten kommt, also gerade hier unten, das sieht alles schon so ein bisschen stumpf aus. Also ich würde nicht sagen, dass es hier noch richtig schön glänzt. Ich muss einmal kurz gucken wegen dem Duft. Okay, also was den Duft angeht, kann man auf jeden Fall festhalten, dass der Duft noch da ist, aber nur wenn man wirklich genau an den Haaren riecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwie noch in so einer Duftwolke bin, also man riecht eigentlich im Prinzip gar nichts mehr davon. Nur wenn man richtig an die Haare geht und so dran riecht, dann riecht man auch immer noch diesen super süßen Kokosnussduft. Ich kann nicht genau identifizieren, was es für ein Geruch sein soll. Das steht halt auch nicht wirklich drauf. Hier steht zwar drauf, dass es so Mandelöl enthält, aber ich würde nicht sagen, dass Mandelöl jetzt so riecht. Also ich glaube schon, dass es eher dieses Kokosnussmäßige, was man auch in anderen Produkten schon irgendwie mal gerochen hat. Also, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, dann würde ich schon sagen, dass ich von dem Produkt schon beeindruckt bin. Also ich finde, meine Haare sind ultra weich, sie fühlen sich richtig schön gepflegt an, sie fühlen sich aber gleichzeitig auch immer noch griffig und stark an. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das Produkt einfach mehr Pflegeprodukt ist als Stylingprodukt. Normalerweise habe ich da ja nie so wirklich unterschieden, weil ich immer dachte, okay, Stylingprodukte können auch pflegende Effekte haben. Von daher würde ich nicht sagen, dass es irgendwie Pflege- und Stylingprodukte gibt. Dieses Produkt hier zeigt mir jetzt ein bisschen was anderes. Also ich habe es zwar benutzt und habe dann versucht, meine Haare zu stylen, aber es ist doch schon ein ziemlich großer Unterschied zu meinen Ergebnissen, wenn ich meine Haare wirklich mit Stylingprodukten style, die aber gleichzeitig auch noch pflegende Inhaltsstoffe haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie das Ergebnis aussieht, wenn ich das hier einarbeite und dann zum Beispiel obendrauf noch irgendein Gel oder ein Schaumfestiger einarbeite, was meinen Haaren dann tatsächlich noch eine Definition und vor allen Dingen den Halt geben kann, sodass ich eben die Bündelung halten kann, ich weniger Frizz bekomme, dass alles einfach vielleicht ein bisschen gestylter aussieht. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, gerade weil ich diesen Hitzeschutzaspekt jetzt nicht unbedingt
unbedingt brauche. Auch jetzt, wenn wir wieder in die kälteren Monate gehen, da ist Hitzeschutz einfach für mich gerade kein Thema. Und wie ihr wisst, experimentiere ich ja sowieso gerne mal mit Produkten so ein bisschen rum. Von daher werde ich das vielleicht in Zukunft auch nochmal ausprobieren. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal ausprobiert. Also falls ja, schreibt mir gerne mal unten eure Erfahrungen rein. Zurück zu meinem Fazit. Wenn ich jetzt wirklich ein Fazit ziehen müsste, dann würde ich sagen, finde ich das Produkt gut. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin ausprobieren. Ich finde diesen pflegenden Aspekt hier gerade richtig, richtig schön. Von daher werde ich das auf jeden Fall weiterhin auch benutzen und gucken, was ich da in Verbindung mit anderen Produkten noch so rausholen kann. Einfach, weil sich das richtig schön anfühlt, Freunde. Also ich kann es nur wiederholen, so. Es fühlt sich total cool an. Ich finde, dieser Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde es weiter ausprobieren und weiter rumexperimentieren. Und genau, ich glaube, das wäre so mein Schlusswort dazu. Wie gesagt, es würde mich sehr interessieren, was eure Erfahrungen mit diesem Produkt gewesen sind. Also schreibt gerne alles unten in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr natürlich auch sehr gerne Feedback hier zu diesem Ergebnis geben. Seht ihr hier jetzt noch irgendwas, was ich noch nicht angesprochen habe? Oder sagt ihr, dass es irgendwie vielleicht sogar schöner aussieht als sonst? Vielleicht sagt ihr auch eher so, nee, das sieht überhaupt nicht nach irgendwas aus. Also spätestens morgen ist es nur noch ein Frisbee-Ball. Würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Also wie gesagt, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich sagen, ist das Video an dieser Stelle erstmal wieder beendet. Falls euch das Video gefallen hat, auch gerade in diesem Format, dass ich vorher und nachher kein Produkt mehr eingearbeitet habe und wir wirklich dieses Ergebnis von diesem einzelnen Produkt sehen können und danach beurteilen können. Vielleicht gefällt euch dieses Format ja besser, also lasst mich das sehr gerne wissen. Gebt mir ansonsten auch sehr gerne einen Daumen hoch. Und falls ihr neu auf dem Channel seid und mich noch gar nicht kennt, hi, ich bin Aniba. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video, also falls ihr nichts verpassen wollt, ist der Button zum Abonnieren da unten oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.